sind ganz schön viele Items hier. Wir haben noch gar kein Verkaufsding bekommen. Wir haben doch da schon tonnenweise Items drin gehabt. Wir sind jetzt alle weg und ich habe noch keine Verkaufsnachricht. Ah doch, zwei. Hä? Ja, wir haben zwei Schwarzsteine verkauft, glaube ich. Aber so viel habe ich jetzt an sich noch nicht gedroppt. Oh, warte, ich muss sie schnell sammeln. Hier. Nope. Cool. Die Skull. Ah, die Monster geben jetzt mehr EP und haben mehr Angriff. Hä, wieso? Weil es 10 Uhr nachts ist. Das heißt, wenn man tagsüber hier farmen geht, hat man auch irgendwie höhere Chance, das mit Schaden zu tun. Ja. Du kannst von diesen alten Identifikationsmarken 700 gegen einen Goldbahn eintauschen. Marke der Raserei 600 gegen Gold. Ja, das bringt auch ordentlich Geld. Guck, das waren vor allem, das ist ein 10 Millionen Gold. Nee, 1 Million. Hä? Der 10 Millionen ist 100 Gramm. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ich hab halt, ja. Doch. Nee. Einmal der Rucksack ist endlich da. Und? Saugeil das Teil. Oh, hell? Was? Ach, ich bin unterwegs, warte. Was los? Bisschen close hier. Wo ist er denn, der Henning? Ich hab da vielleicht ein paar viele getriggert, Mo. Ich helfe dir gleich. Ach du Scheiße. Gott, das war close. Der lebt ja immer noch da hinten, der Fette. Der macht aber ordentlich Damage, gell? Ja. Endlich. Und was hat er? Ja, ein Soldier's Keep Sack bekommen, die kann man als Handelsware verkaufen. Yeah.
schwer mal was erkennen würde, wenn es vielleicht auch Spaß macht. Nee, doch, das ist ein 10 Millionen Barren, oder? Nee, nee. Nee, doch, weil 1 Gramm ist 1 Million, oder? Nein, 100.000. Doch. Das ist ja schon ein bisschen armselig eigentlich. Du kriegst immer nur 1 Million bei den Viechern, wenn überhaupt. Von denen hier brauchst du auch bloß 600 drin. Ja. Außer so noch gerade hier. EP-Refiert zum Leveln hier, Mo. Was ist denn zum Leveln hier? Ja. Achso, ja. Ich möchte mal Level 57 werden. Ich auch, deswegen dachte ich mir, komm, level ich mal ein bisschen immer wieder. Habe ich ewig nicht. Ich hasse es, wenn die Viecher weglaufen und dann kannst du sie nicht mehr schlagen. Ja, das nervt so tierisch. Aber was ich eher schlimmer finde, wenn sie dich so umzingeln, dass du nicht mehr wegkommst. Ja, das ist noch beschissen. Und am besten legst du währenddessen auf dem Boden, ne? Du kannst nicht mehr abhauen. Wenn der Schwarz transformt. Oh, Mo, da vorne ist richtige Eskalation. Komm, ne. Geh mal durch, oder? Ohne mehr Verteidigung hast du hier kaum Schaden kriegst, dann macht's dir richtig Laune. Ja, aber wenn du Kopfschaden bekommst, gehst du nicht anders rein. Wohin denn sonst? Was ist denn? Zu den Zentauren oder so, so 190er Gebiete. Was hat eigentlich der Linus in Hand? Ja, für die Präsentation von manchen Produkten. Weil ich habe mir nämlich das halt angeschaut, wie er mit der Max den ersten PC zusammengebaut haben. Achso, ja. Ja, die hat schon öfters bei Handy, wenn Handys vorgestellt werden oder was weiß ich was, immer. Cooler Job, oder? Ja. Na gut, der wird auch anderes Zeug gemacht. Ich meine, ist ja nicht so, als könnte das jeder machen, ne? Yeah!
Also, wow, ich muss sagen, er garantiert sich echt jetzt ein Level. Ja, schon 50%. Ich habe jetzt schon so viel, wie ich eigentlich haben wollte. Wie viel? Gleich 80. Okay. Also ich habe jetzt 79, also. Hast du es eigentlich mitbekommen, wie ich... Doch klar, wie ich mich mit dem Hackel gekloppt habe, oder? Nee. Wie der Hackel unbedingt gegen mich kämpfen wollte. Ja, wer hat gewonnen? Ich ein bisschen. Ja, wie ein bisschen? Ja, hast du gewonnen oder hast du verloren? Ich habe 200 HP verloren. Hä, hey, wieso ist er denn so abgekackt? Das Problem ist, ich habe den immer sofort auf den Boden geworfen und dann so hart auf ihn eingekloppt, dass er dann nur noch halbes Leben oder so hatte. Also der konnte mich nicht wirklich treffen. Bei Dunkelklinge ist ja auch eher so eine Nahkampfklasse und er ist so ein halber der Magier, oder? Ja. Meistens muss er immer so eine Nahkampfklasse und Magier countern. Aber was mich zum Beispiel an der Sutern-Garnison nervt, ist, du kommst nicht zum Looten. Also? Weil die Gegner die ganze Zeit so nachspawnen, dass die ganze Zeit so auf den Sack gehen. Trockenes Mähengas. Ah, meine Hose ist, ah, meine Klamotten sind schon weg, schon. Oh ja, ich seh's. Jetzt bist du nackig. Cool. Hey, du Wichser. Frechheit. Ach ja, ich habe heute einen Bericht gelesen über die neuen Grafikkarten von Asus und so. Die sind sogar noch teurer als die Nvidia-Produkte. Wir haben jetzt eine halbe Stunde. Nur noch eine halbe Stunde. Aber ich werde trotzdem mal noch mindestens in der Woche abziehen. Oh, Henning! Oh. Ah, ich bin da!
close, Alter. Nice, ich mach dem keinen Schaden. Liebe es. Boah, ich bin das auf, wenn die erstmal laufen müssen. Seelenklinge. Jedes Mal, wenn ich jetzt Energie frei habe, investiere ich das in den Schrein da, wo der Zarker ist. Das ist ja echt eine höhere Chance. Ja. Der echt komisch aus so einem Nackert. Vielleicht kaufe ich mir ein gescheites Kostüm. Ich müsste sogar noch ein zweites haben.
ganz schön viel Müll, Alter. Jetzt habe ich genug zusammen für einen Goldbarren. Nice. Alles gut, noch Wakfu spielen. Was, Wakfu? Ne, mal AFK hier angeln und den Wakfu dann AFK irgendwas anderes machen. Nice. Dabei spielst du dann noch Clicker Heroes und Adventure Capitalist gleichzeitig. Ja, genau. Und Sakura Clicker. Oh, ich glaube, du machst ihm keinen Schaden. Heiß Shadow. Ja. Ist ja ganz verweise. Ja. Ein bisschen. Auf 56 kann man doch beim Talentmeister irgendein Talent verschmelzen, oder? 57. Nee, jetzt kann man nur 56 machen. Oder meinst du das, dass du das noch so verbessern kannst? Genau, ja. Ja, und mit 57 kannst du... Ja, aber wie kann ich das denn verbessern? Weil mir geht das nicht. Ich dachte immer, mir fehlt irgendwas dafür. Hä? Konntest du es verbessern, oder was? Ich hab das noch nicht gemacht, also ich hab bis jetzt nur die ersten zwei oder so gemacht. Du hast dann am Anfang drei Slots, dann ab 56 nochmal einen. Hä? Was laberst du? Zum Verbessern. Du kannst bis 56 drei verbessern und mit Stufe 56 nochmal eins. Ja, ich raff's nicht. Ich kann nichts verbessern. Ich weiß ja, ich hab's auch noch nicht gemacht. Ach so. Ja, müsst ihr das vielleicht mal schauen, wie wir das machen, weil ich glaube, dann sind die Viecher ja auch einfacher. Ja, du kriegst dann eh nur ein paar Buffs. Ja, reicht doch. Also nach den Fähigkeiten. Ja. Ich bin mir jetzt nicht schlüssig, was ich verbessern kann. Wenn du sowas nimmst, was du eh immer hernimmst, dann ist doch besser. Wie gesagt, die Stufe 57 kannst du dann wirklich zwei Talente verschmelzen irgendwie. Jetzt wie sehe, dass es Stufe 56 war. Ja, aber das, was ich meine, das kannst du alleine machen, ohne irgendein Talent. Putzi. Ja, ich rede auch nicht vom Talentbaum, sondern ich rede von Talentputzen. Ja, ich weiß. Und ich habe gerade vorhin was anderes geredet. Ja. Da reden wir ja echt nice aneinander vorbei. Ja, und das andere bei